Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu der gemütlichen Runde Scum im Voucher mit unserem Alderle. Wir stehen immer noch am Rollfeld. Ursprünglicher Plan war, dass wir zur Basis zurückgehen, nochmal eine Baurunde machen, um die Staffel langsam ausklingen zu lassen. Was mir allerdings fehlt, wir waren die ganze Zeit landeinwärts unterwegs. Ich würde gerne nochmal an die Küste fahren und da noch ein bisschen die Landschaft genießen. Und dann habe ich jetzt auch in den Kommis gelesen, da gibt es eine Käsefabrik in A2. Es gibt auch einen Bunker in A2. Lasst uns, wer Bock hat, noch einmal gemütlich ein bisschen da unten rumsausen, die Landschaft genießen, die Küste genießen, den Bunker mitnehmen und die Käsefabrik. Dann gehen wir heim und bauen gemütlich die Basis so weit aus, wie ich es vorgehabt habe, und lassen Staffel 1 langsam ausklingen. Für Staffel 2 habe ich schon eine Idee, auch was wir bezüglich Multiplayer machen können und so. Da lasst ihr euch aber überraschen. Ich möchte noch nichts verraten, ist noch in der Planung. Wird natürlich auch ein bisschen gehen. Eine kleine Spielpause tut mir ganz gut. Aber jetzt sind wir erstmal nochmal unterwegs, würde ich sagen. Ich habe einfach Bock, nochmal ein bisschen an die Küste runter zu sausen und einfach da noch ein bisschen zu gucken. Die Käsefabrik interessiert mich natürlich tierisch, wie die so aufgemacht ist, gerade hier in diesen Landstrichen. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir hier wieder rauskommen. Dann lasst uns noch einmal gemeinsam zu den Anfängen zurückkehren, denn wir waren ganz am Anfang in der Staffel nämlich auch an der Küste unterwegs. Und da möchte ich einfach noch mal ein bisschen rumschauen, noch ein bisschen chillen mit euch gemeinsam hier die Teile noch anschauen. Und dann müssen wir natürlich gucken an der Basis. Haben jetzt auch einige geschrieben, dass diese Säcke, vor denen ich so Panik habe, dass sie so teuer sind, dass die nicht verbraucht werden, wenn man die baut, für diese Sandsackbarrieren oder Sandkübelbarrieren. Dann machen wir das. Dann gucke ich mir das mal an, weil wenn ich die Säcke mehrfach benutzen kann, können wir da natürlich so ein ganz kleines bisschen was aufbauen. Jetzt pass mal auf, wir fetzen an der Basis vorbei, würde ich sagen. Fahren dann kerzengerade runter, biegen auf die gelbe Straße nach B2 ab. Und da sind wir auch recht schnell. Sobald wir auf der Geraden sind, mache ich uns ein ganz kleines bisschen Musik. Können wir hier durchs Rollfeld fahren, bevor ich jetzt hier tatsächlich noch das Auto schrotte? Das war klar, dass das jetzt hier. Weißt du, noch enger kannst du nicht rumbiegen, Alterle. Das ist wieder so ein Highlight jetzt. Das geht im Real Life nicht übrigens, ich kann es euch sagen. Es geht schon, aber nur einmal, da ist die ganze Kiste verkratzt. Guck mal, da vorne ist auch eine Location, ne? Unsere nämlich. Das machen wir so, Leute. Dann sind wir noch ein bisschen gemeinsam unterwegs. Und die Location Gefängnis und der zweite Flugplatz und so, den hole ich mir dann in Staffel 2 ran. Dann habe ich da auch noch ein bisschen was an Locations, was ich neu entdecken kann. Inklusive der Stadt, die gepatcht wird, ne? Sehr schön, wer wohnt denn hier? Ist aber nicht wirklich sicher, da ist alles offen. Ne? Das machen wir zu und dann schauen wir uns die Defense-Maßnahmen an, die man noch treffen kann. So, pass auf. Ich würde jetzt gerne. Ja, komm, fahr runter auf die Große. Muss erst mal gucken, wo ich bin. Ja, aber guck mal, wir waren jetzt im Schneegebiet. Die ganzen Bunker, die wir gemacht haben. Und ganz am Anfang war ich zwar im Leuchtturm und auch in der Fischfabrik, aber dann habe ich das ganze Ding nie wieder gesehen. Da freue ich mich jetzt voll drauf. Ich mache mal ein bisschen Mucke. Ja. Yeah. Lass uns ein kleines bisschen fahren. Wenn das jetzt sich zu sehr in die Länge zieht mit dem Fahren, mache ich einen kleinen Schnitt rein. Die Location weiß ich ungefähr, wo sie ist. Wobei ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein Spiel, in dem du einfach verschiedene Stufen durchläufst. Ne? Du kannst dir Stress suchen. Gerade jetzt auch im Multiplayer hast du sowieso immer so ein bisschen, je nachdem welcher Server. Aber du kannst natürlich mit den Mechs dich anlegen. Du kannst dir Zombies killen und looten, auf die Jagd gehen. Oder halt einfach auch mit dem Auto durch die Gegend fahren. Und das ist teilweise echt entspannend, muss ich sagen. Weil die Map halt auch so cool ist. Ne? Ah, jetzt müssen wir gucken, wie wir da durchkommen. Aber ich glaube, da kommen wir jetzt an einer Stadt vorbei, bei der ich sowieso noch nicht viel gemacht habe. Im Alter lässt seine Kalorien, die sind gut fürs Autofahren. Ich glaube, bei 1500 sowas liegt da gerade im Plus. Deswegen habe ich ihn jetzt auch diesmal nicht vollgestopft. Ja, da kürze ich ab, oder? Ich muss nur gucken, dass ich rechtzeitig da unten dann einbiege, ne? Ja, komm, das genießen wir jetzt nochmal ganz gemütlich. Oder dann schauen wir mal. Zweites Ründle gibt es bestimmt. Das Spiel hat mich so richtig angefixt. Und da lasse ich mir auf jeden Fall was einfallen, ne? Da komme ich dann auch vorher auf euch zu. Oder mache einen Ankündigungstrailer. Da machen wir dann was. Ich könnte es dann auch mal streamen oder so. Müssen wir mal schauen jetzt. Wie gesagt, ich habe so viel gerade um die Ohren vor Weihnachten. Ist sowieso immer noch zusätzlicher Stress. Lassen wir mal so ein bisschen die Besinnlichkeit erstmal eintauchen. Jetzt dann am 24. Und dann gucken wir mal. Es geht natürlich auf dem Slot weiter. Will ich jetzt auch schon mal vorweg ankündigen, aber noch nicht war's. Es geht natürlich hier weiter. Thematisch bleiben wir ungefähr in der Ecke, ne? So, lass mich gucken. Ich muss Richtung Süden, ne? Also fahren wir da runter. Hier waren wir schon. Ach Gott, habe ich da Erinnerungen dran. Die ersten Spots bleiben die halt auch länger in Erinnerung, ne? Das erste Mal so ein Puppet hier gesehen. Und dann habe ich die ganze Zeit immer gedacht, so gefährlich sind doch die hier gar nicht. Weil einen kriegst du immer ganz locker mit dem Hammer weg. Jetzt am Flugfeld habe ich gesehen, wenn sie mal an dich ranstürmen in der Gruppe, dann kann das schon mal ziemlich übel werden, ne? Wenn man Pech hat. So, Digga, jetzt bist du schon falsch gefahren, siehst du? Ja, komm, wir schnibbeln jetzt nicht rum, dann mache ich das Video ein bisschen länger. Hauptsache, wir hocken noch ein bisschen zusammen, oder? Ist eh eine Samstagsfolge.
Aber ich muss nämlich... Ah doch, warte mal, du kannst hier gar nicht rum. Ah, ich komme da... Doch, ich komme rum, aber das Gezickte da unten will ich nicht fahren. Alte Location fahren wir nicht. Wir sausen da nochmal hoch und gehen dann links rüber. Da war ich nämlich auch noch nicht. Die Straße, auf der ich mich jetzt befinde, die führt dann zur ersten kleinen Minibasis, die wir hatten. Und da kennt ihr ja dieses Gezickte durch den Berg, ne? Da sind wir bestimmt 3-4 Mal gefahren in der Staffel. Das ist gut, das reicht. So. Du willst mir jetzt aber nicht sagen, dass mein rotes Auto hier in Blau steht jetzt, oder? Doch. Leute, guck mal, das ist unser Böckle. In Blau. Oh, schön. Habe ich nochmal anderes gefunden. Das ist der so eiert, oder? Oh, der gefällt mir jetzt aber besser. Ich glaube, wir fahren mit dem rum. Dann lasse ich meinen teuren hier stehen und hol dir noch die Tage irgendwie. Muss ich mal gucken. Da kommst du ja nicht durch, oder, Digga? Ich weiß es erst, wenn man es probiert hat. Ey, wenn der blöde Pfahl da nicht wäre, würde ich schon durchsausen. Ja, Alter, der packt es. So. Ey, komm, dann machen wir das. Nehmen wir den. Dann nehmen wir den, dann haben wir mal anderes Fahrfeeling. Steig aber trotzdem oben drauf, Digga, weil ich weiß jetzt nicht, ob die Puppets hier kommen. Wir finden auch noch ein Polizeiauto, ich spüre das. Dann, wenn ich es nicht brauchen kann. So, pass mal auf. Ich nehme natürlich meinen Bogen mit. Ich würde sagen, das andere Zeug kann drin bleiben. Die Chips können wir noch mitnehmen. Von Auto auf Auto umladen geht wohl nicht so, ne? Was würde ich denn noch mitnehmen wollen, munitionstechnisch? Ich würde natürlich unser Scharfschützle mitnehmen hier, falls wir Muni finden in dem Bunker. Und ich nehme die Eagle-Magazine mit, weil die will ich daheim noch befüllen. Dann können wir das und das eigentlich noch mitnehmen. Die Cartridges sind mal wurscht. Muni haben wir keine mehr gefunden. Die Augen nehme ich mal noch mit, für den Fall der Fälle. Und hier Dösle, Leute. Dann lassen wir den Bock jetzt hier gerade stehen, wie er steht. Dann hole ich da die Tage ab. So, ich muss nur die Musik ausmachen. Dann steigen wir hier ein. Ja, dann fahren wir mit dem ein bisschen rum. Der ist zwar kleiner und schrottiger, aber den habe ich noch nicht gehabt, ne? Sehr schön, haben wir gleich noch ein Böckle gefunden. Hat sich schon gelohnt, dass wir los sind. So, jetzt hier hoch, die nächste links rein. Machen wir aber hier auch Musik. Machen wir hier auch Musik. Ne, wie gesagt, wer jetzt die lange Autofahrt nicht will, sondern gleich die Käsefabrik einfach vorsnappen im Video. Das Einfachste. Als wenn ich jetzt hier rumschnippel noch. Wer weiß, was wir unterwegs noch alles sehen. Das ist ja auch bei den Exploration-Runden ganz wichtig, dass man da halt auch ein bisschen guckt. Natürlich werden wir so keine Tiere sehen, aber das macht jetzt im Moment gar nichts. So, komm, Slice hier rum. Slide hier rum eigentlich, ne? Ich sag mal Slice. Ist irgendwie so verankert. So, und jetzt sollten wir dann da vorne links... Ich muss gucken, dass ich das jetzt halt auch packe, ne? Wo ist denn die Location bei A2? Da unten mittig. Das heißt, wir fahren jetzt dann die weiße Straße runter und dann die Kurve hier in Richtung Westen. Richtung Westen fahren wir ganz chillig. Da kannst du abkürzen. Dafür hast du so ein Offroad-Teil hier. Ein Baum, ne? Ein Baum. Klemmer abgebremst, sonst wäre ich voll draufgerotzt jetzt. So, mein Freund Alterle, keine Trauben heute? Na, ich habe noch ein Brocken Fleisch und Fett ist auch noch im Rucksack. Sehr schön. Ey, seit wir die Viecher gefangen haben, die Schweine, ne? Und die Ziege, seitdem habe ich unendlich Fleisch. Es ist immer was da und seitdem ist es mit den Kalorien und Energieding auch gut. Gut, dass ich auf euch gehört habe, ne? Hat ja eine Weile gedauert, aber es braucht immer durch die Vorproduktion hier und da ein bisschen mehr Zeit, bis ich das dann alles umsetzen kann und so. Und da hast du ja noch dein eigenes Spiel im Kopf, was du so machen willst, ne? So, meine Lieben. Ja gut, da sind wir mal 10 Minuten Auto gefahren. Was soll denn das? So, hier rum. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die Käsefabrik... Mal bewacht wird die nicht sein, aber wie sie aufgemacht ist halt, ne? Aber gerade hier in diesem kroatischen Landstrichen... Da ist das alles schon sehr besonders. Das ist eine besondere Location. Macht es für mich unheimlich interessant, ne? Als wenn ich jetzt in einem, was weiß ich, USA-Landstrich rumfahren würde oder so. Ich finde es viel cooler hier gerade. Du müsstest jetzt tatsächlich westlich irgendwie, Alter. Ne? Ist das dann der Weg hier? Nimm es anders, weil es hier richtig sind, ne? Naja, das passt schon. Ja, das nicht. Das nicht, Digga. Und für den Bofist würde ich allerdings anhalten, ne? Sag ich mal. Unserer liegt nämlich daheim.
den habe ich tatsächlich jetzt nicht mitgenommen. Ey Leute, die Flugfeldgeschichte war richtig gut. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn ich mich teilweise echt gefragt habe, hätte ich mich noch weiter reingetraut. Weil da müsstest du eigentlich komplett mal am Stück aufnehmen. Ne? So 4, 5 Folgen und dann wirklich da drin dir die Wege suchen. Und gerade wenn man nicht so viel Spielerfahrung hat wie ich, ist es unheimlich aufregend. Ich bin mal gespannt, wie es dann ist, wenn andere Spieler noch rumhopfen. Weil da liegen doch bestimmt einige dann am Flugfeld auf der Lauer auch. Oder sind schon drin und warten nur, wenn das so ein begehrter Lootspot ist, ne? Und gerade mit dem Scharfschützengewehr. Kann man eigentlich Scharfschützengewehr her... kann man basteln, glaube ich, oder? Oh, das müsste ich jetzt fast mal gucken. Weil das wäre echt beim nächsten Mal, wenn ich einen Charakter mache, muss der ja auf jeden Fall, Leute, die Möglichkeit haben, alles Mögliche herzustellen. Das ist klar. SWD-Patronen. Das sind sie doch, gell? Alter, dann muss ich auf jeden Fall gucken, da mache ich meinen Zipfel ein bisschen kleiner beim nächsten Mal, sodass wir auf jeden Fall auf Muni spezialisiert sind. Das möchte ich auf jeden Fall, wenn ich mich mit Schusswaffen auseinandersetze, möchte ich auf jeden Fall Muni nachcraften können, wenn es mir danach ist, ne? Guck mal hier, der ist auch cool. Der hat unten oben auch kein Fenster hier, der Turm, ne? Ja, da muss ich jetzt reingucken kurz. Ist zwar nicht geplant gewesen, aber ich will kurz in den Turm reinschauen. Weil der so extrem auffällig grüne Tür- und Fensterrahmen hat, ne? Das hat mich jetzt direkt angelockt. Von sowas wäre ich angezogen. Da muss ich gucken wenigstens, ne, ob wir irgendwas finden. Ja, komm, wir können ja Metallschrott nehmen wir mal mit. Im Moment haben wir das Auto eh ziemlich leer. Hier liegt jetzt aber nichts mehr rum, ne? Ne, ist einfach nur ein kleines Türmle. Hier könnte man sich auch gut verschanzen, denke ich mal. Ist halt nichts Großes, ne? Aber es muss ja nicht immer groß sein. Manchmal macht ja das Überschaubare auch mehr Spaß. Und gerade wenn du einer bist, der viel auf Exploration geht und unterwegs ist, da reicht da eigentlich ein gutes Auto und ein kleines Versteck, ne? Schön, dass wir das Auto noch gefunden haben. Jetzt muss ich mal gucken, wir sind nämlich fast da, oder? Jupp, da vorne müssen wir jetzt dann irgendwann, wenn die Straße abbiegt, in Richtung Süden, dann folgen wir der und dann kommen wir da normalerweise in die Käsefabrik. Wenn was los ist, Shotgun habe ich dabei, Hammer habe ich dabei und den Bunker machen wir auf dem Rückweg. Dann haben wir auch ein bisschen Küste noch gesehen. Das möchte ich auf jeden Fall. Vielleicht finden wir da nochmal ein bisschen Munition für mein Scharfschützgewehr. Hier, guck mal den Landstrich an, ich liebe das einfach. Da unten siehst du dann das Meer. Ist schon ziemlich geil. Ja, das brauchte ich jetzt hier nochmal. Jetzt haben wir ja einige Runden gemacht, wo wir viel entdeckt haben. Ich erinnere mich immer noch an mein erstes Mal, als ich beim Observatorium oben war. Wie cool ich das fand. Also die Locations, die haben sie schon im Griff. Das wird schon ziemlich gut noch. So Leute, jetzt sind wir auch gleich da. Wir machen auf jeden Fall die Käsefabrik, looten wir ein bisschen, schauen uns gemütlich an. Fahren an der Küste entlang, sodass wir morgen eine Bunkerrunde und einen Heimweg haben. Da suchen wir uns aber natürlich einen anderen, ne? Da findet man einen anderen Heimweg. Hier muss runter, glaube ich. Ne? Wir sind wieder auf den Straßen der Zivilisation. Gucken gleich nochmal, ob der alte aufs Klo muss. Ich nehme an, in der Käsefabrik sind auch schon ein paar von den Püppchen. Mein Püppchen. Was hat es mit diesen langen Bäumen da auf sich? Sind das so Zypressen oder was? Die stehen immer so ab und zu mal irgendwo. Als ob das eine Bedeutung hat, dass die so vereinzelt vorkommen. So, pass auf, da steht auch wieder so eine kleine süße Villa. Wir fahren jetzt normalerweise drauf zu, wenn ich es richtig recherchiert habe. Kam aber auch Hinweise in den Kommis, also normal dürfen wir es nicht verfehlen. Sehr geil. Das ist richtig cool, also die Map ist echt der Hammer. Was ist denn da drin? Ah, da links drüben ist schon das Meer wieder. Da ist eine voll freie Fläche da am Strand oder was das ist. So Leute, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich es richtig habe. Ansonsten würde ich tatsächlich einen Schnitt basteln und mich vor Ort bringen. 70 darf es hier. Alterle, fragt keiner, gell? So, das da vorne müsste es eigentlich sein. Oder? Ich mache mal das Radio aus. Ist das die Käsefabrik? Das sieht eher aus wie ein großer Bauernhof, ne? Das einzelne Puppets stehen rum. Nö, ne, da kommt ein Schild, Leute. Huch, Entschuldigung. Doch, ich glaube, hier müssen wir... Das da vorne links ist sie. Das Schild habe ich noch gar nicht gesehen. Guck mal. Scum.
Tech 1 Live. Das wäre ja auch geil, wenn da irgendwann am Monitor mal was ablaufen würde, ne? Guck mal, kannst du hier direkt reinfahren? Ich weiß nicht, ob es bewacht ist. Das werden wir jetzt dann gleich erleben. Mein Hauptauto ist jedenfalls dann nicht Schrott. Aber sonst wäre es zu gewesen vorne, ne? Alles klar. Jo, da schlaufen wir jetzt ein bisschen rum. Da haben wir nochmal einen Spot gesehen zusammen. Freue ich mich. Ich gucke gerade mal, ob noch ein Auto irgendwo hier steht, außerhalb. Ja, ein ausgeschlachtetes. Da drüben gehört das Auto dazu. So. Steigen wir einfach mal aus, würde ich sagen, und fangen hier einfach mal an, so wie früher, die ersten Geschichten zu looten. So, Alter, aber du rennst mal zu schnell. Lass mich mal deine Werte kurz checken. Guck mal, 2800 Kalorien im Plus, weil wir jetzt nur mit dem Bock rumgefahren sind. Denke positiv. Siehst du, das sage ich mir auch oft. Manchmal hilft's, ne? Nicht wirklich oft, aber manchmal hilft's. Allein vom Denken wird ja auch nicht die Welt wieder gut. Ja, einen Verband nehme ich natürlich mit. Sonst liegen hier Streichhölzer rum. Da haben wir aber sehr viele daheim. Das würde ich sagen, nehme ich mal mit. Ich denke mal, Metallschrott brauche ich vielleicht hier und da nochmal. Ansonsten, wenn wir nicht arg viel einsammeln, mir ist wichtig, dass wir ein bisschen unterwegs sind. Da kann ich nicht aufmachen. Hier steht eine Holzkiste. Vielleicht finden wir ja hier wirklich Käse. Das wäre schon gut, ne? Wir könnten auf dem Rückweg auch zur Fischfabrik, aber ja, das müssen wir nicht unbedingt. Da könnte man sich dann mal eine Ladung Fisch holen als Reserve, weil da kriegst du ja einiges zusammen. Sink positiv. Das gefällt mir aber, Spiel. Keine Puppets hier auf dem Platz. Müssen wir da hochklettern? Nö. Kannst ja mal übers Feld gucken, aber ich sehe hier niemanden. Die Container sind wahrscheinlich nicht zugänglich. Ah doch, guck mal. Da und schon haben wir ein Magazin gefunden. Und auch noch ein Igel. Da nehme ich sogar den Bogendings mit. Papier brauche ich aber nicht, Digga. Das kannst du behalten. So, Verbände nehmen wir mit. Sind wir mittlerweile lieber als die Dings. Als die Stofffetzen, die natürlich auch gehen. Die Container auch zugänglich? Ja, also ist doch super. Klein fängt's an. Ja, guck mal, hier liegt doch ein bisschen Zeug rum, ne? Ein Jagdzielfernrohr. Natürlich kein Vergleich zu den großen Locations. Aber ich brauche jetzt auch so was Kleines hier, so ein bisschen als zum Runterkommen. Da oben liegt auch Muni, guck dir das an. Schön. Ist gar nicht so schlecht bestückt. Also das Alterle sowieso, das wissen wir ja. 40 Zentimeter, dafür kann er nichts craften. Man muss halt einfach Prio setzen im Leben, oder? Großer Rüssel oder handwerklich geschickt? Was jetzt, ne? Schade. Ich dachte, ich habe ein Dings gefunden, Leute. Ein Quad. Da steht eins, aber das ist verrostet schon. Das ist nichts mehr. Wäre ich sogar aufs Quad umgestiegen, jetzt vom blauen Bock nochmal. Anrufen kannst du nicht. Hier ist vorbei. Machen wir mal zu und dann gucken wir jetzt hier auch noch ein bisschen rum. Obwohl, die ganz kleinen Dinger, die brauchst du ja nicht durchsuchen. Hier die Müllhaufen, da weißt du ja, was du findest. Hier, guck mal, Weizenmehl. Da ist Weizen drin, wie jeder weiß. Super Maple, lecker. Na, welche Serie? So, meine Lieben. So, da haben wir die Milchproduktionsstraße hier. Ich weiß nicht, was genau hier gemacht wird, da kenne ich mich zu wenig aus. Aber hier wird es auf jeden Fall verarbeitet, ne? Sehr geiler Spot. Da müsste Käse drin sein normal. Kann ich nicht berühren, schade. Oh, schade. Komm schon, Spiel. Käse wäre jetzt der absolute Renner. Aber da ist ja Käse wäre jetzt also teilweise sogar besser wie Fleisch, ne? Obwohl, das sage ich jetzt nur wegen dem Ingame-Zeug. Cordon Bleu ist eigentlich so die beste. So, lass mich gucken. Gibt es hier wirklich kein Käse jetzt oder was? Einfach, ich muss mal drüben noch in den großen Hallen gucken. So. Na gut, das Wichtige ist halt, wir brauchen nichts. Ne? Wir können also gucken, wenn wir wollen. Wir müssen aber nicht. Ah. Ich denke mal, dass das schon ziemlich cool nachempfunden ist. Wenn da einer Ahnung hat, wird er da wahrscheinlich das Ganze, den ganzen Ablauf von der Käseherstellung schon wiedererkennen, oder? Wodka. Ui, hier hast du mal Cocktail gefunden, Digga. Guck dir das an. Heute meinen sie es gut mit uns. Heute meinen sie es gut mit uns. Jetzt gucke ich überall rein. Das ist ja vor allem mal wieder was, was ich noch nie gefunden habe, ne? Freue ich mich immer über sowas. Sind das hier die Kühlhallen gewesen? Weiß ich nicht. Ja.
Hier, ne? Ich denke mal, dass das noch nicht fertig programmiert ist. Normalerweise wirst du hier wahrscheinlich Käse looten können irgendwann. Was liegt da drin? Hefe. Kannst da Waldenkuchen bagaldele oder ein Zopf. Je nachdem, auf was du Bock hast. So, da mal grob durchgeschaut. Ich würde sagen, wir gehen noch hoch kurz. Wobei sie oben wahrscheinlich jetzt nicht gerade Käse einlagern würden. Würde ich jedenfalls dann eher unten machen alles. Das sind die Klos. Ach, Klos interessieren mich nicht so. Ah doch, man kann sie schon aufmachen. So eine Fahne hätte ich mir auch schon längst mit für die Base. Fingerlose Handschuhe. Aber wir haben ja eine. Oh, guck mal, ein Safe. Der leer ist. Da liegt ein Wasser, Seife. Ach komm, mach doch ein bisschen was rein in die Taschen, da fühlst du dich nicht so nockert. Dann fühlst du dich nicht so nockert. Okay, hier ist nichts mehr. Geh mal raus ins nächste Gebäude. Wir fahren heute auf jeden Fall noch in Richtung Dings zu, ne? In Richtung von dem Bunker. Dass wir da auf jeden Fall morgen direkt einsteigen können. Ich bin gespannt, ob der gut bewacht ist, schlecht bewacht ist. Die will ich ja früher oder später eh alle mal gesehen haben, die Bunker. Da haben wir wieder einen auf der Liste. Gut. Vögels. Hier kannst du runter, siehst du? Und in den Tanks oder so kann man nichts looten. Draußen stehen wieder Kisten. Ich wette fast, dass ich hier nicht einen Käse finde. Aber ich finde den Spot cool. Ich mag das. Sollen wir aufs Gerüst? Kommst du aufs Gerüst? Ne, hier nicht. Vielleicht von oben dann oder so. Okidoki. Hier wird jetzt auch nichts sein, oder? Da hinten? Ne. Alles klar, was gibt's noch? Das war, glaube ich, so die Haupthalle, oder? Waren wir hier drin? Da waren wir, glaube ich, gerade, ja. Dann kannst du aber hier durchschlaufen. Schön alles aufgelassen, so kenne ich ihn. Ja, du kommst hier nicht raus. Ist jetzt schon fast super entspannend hier, weil nichts los ist, ne? Hier ist gar niemand. Das Gebäude mache ich jetzt noch. Und dann gehen wir hinten über die Fässer zurück. Die haben wir auch durchgeschaut. Du, wenn es hier mal irgendwann Käse gibt, machst du eine Fabriktour, holst ein bisschen Fisch, Käse, dann hast du Vorräte, ne? Dann noch ein Schweinle gejagt. Und dir geht es erstmal eine ewig lange Zeit gut, was das angeht, das Thema. Natürlich, klar, Obst, Gemüse und so. Aber jetzt guck mal, wir wohnen sogar schon im Maisfeld, ne? Da hinten ist eine Militärdecke drüber. Wer weiß? Wer weiß, so zum. Wer weiß, wo die es versteckt haben. Es ist ja keine Apokalypse hier, sondern eher eine Show, ne? Wo bist du denn? Au. Hier. Kommst du rein? Jetzt ist er drin. Wie viel haben wir gepult? Weil hier kommt wieder einer. Ja, so kriegst du nicht, du musst da hochsteigen. Krieg ich. Oh, guck mal, das sind doch einige, ne? Lad mal nach, solange du noch sicher bist. Da vorne sind nämlich Lücken im Zaun. Wenn sie ein bisschen schlauer wären, hätten sie die alle weggeballert. Irgendwo ist noch eins. Da hinten. Griechen von hier? Der ist tot, gell? Ja, du siehst die fast nie, ne? Die schlappen hier rum. Die sind auch nicht immer so laut. Manchmal sind sie nur ganz leise am Grunzen. Voll. Der läuft schneller darüber. Da sind noch mehr irgendwo. Muni habe ich aber noch. Wenn du halt schießt, hast du ruckzuck die Kappe auf. Ich mache hier mal zu, dass ich nicht überrascht werde. Was haben wir hier? Oh, ein Geschenk der Götter. Welchen nehmen wir? Den lassen wir hier, der ist nicht mehr so gut. Hauptsächlich vom Tor. Gefahr der Tor. Kein Käse hier, Leute. Ist das normal? Gibt es bei euch im Multiplayer Käse? Kippen hat's hier, aber kein Kars. Nicht einmal ein Breckerl.
Da haben wir ja außerhalb durch Zufall schon mehr gefunden, ne? Ja. Da liegt noch ein Brecheisen. Das brauche ich aber jetzt auch nicht unbedingt. Kann immer nur eins heben und ich bin absolut für den Hammer. Keiner mehr da? Hier ist auch nichts. Jo, dann fahren wir jetzt zum Bunker vor, würde ich sagen. Mal gucken, ob ich ihn gleich finde. Hier kannst du auch nicht looten. Hier auch nicht, ne? Worldwide. Impact approved. Hier ist auch nichts. Die Löcher im Zaun sind super. Hier kannst du wahrscheinlich hoch. Wenn wir schon mal hier sind, machen wir das einmal. So. Das ist ein sehr ruhiger Spot, ne? Jetzt fahren wir die Küste entlang. Möchte ich auf jeden Fall nochmal. Oh, guck mal, hier haben sie was parat gelegt. Wenn man sich's dann doch mal irgendwie anschaut. Aber es ist nichts drin gewesen, leider. Was ist da oben? Da gehen wir jetzt noch kurz gucken und dann fahrt's mal los. Die große Schautafel oben. Das wäre geil, wenn das so ablaufen würde. So Szenen aus dem Spiel raus, oder? Wo gerade irgendwo was los ist, dass es so hinzoomt. Die Drohne halt, ne? Das wäre schon cool, wenn die so ein bisschen übertragen würde hier. Da brauchst du, glaube ich, nicht gucken. Bin mir nicht sicher, immer bei sowas, ob ich was Besonderes übersehe, ne? Glaube aber nicht. So, hier noch kurz. Ein Metallring, aber kein Gas. Mülleimer, Autos, aber keins zum Fahren. Das war's, glaube ich. Oh, da hinten können wir wahrscheinlich auf diese Schautafel hoch. Habe ich gerade leider gesehen. Da will ich jetzt kurz gucken, ob wir da hochkommen. Komm, lass uns mal gucken. Wenn man schon mal hier ist, an sowas, oder? Ja, ich darf. Geile Geschichte. Krass, oder? Ja, da hinten hat es noch ein paar Ruinen, aber die brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Oje. Du musst aufpassen, Großer. So typisch filmmäßig, ne? Okay, das ist gar keine Leinwand, wo was ablaufen kann. Er ist so richtig aus dem Film raus, irgendwie hier oben dich zu verbarrikadieren und abwarten, weißt du, wenn der Spot mal aktiv ist. Bist du noch ganz hoch? Da liegt was, gell? Da liegt irgendwas, Digga. Stückle Gummi. Das teuerste Gummi, das ich bisher gelootet habe. Nehme ich natürlich mit. Guck dir das an. Der Alterle. Turnt überall rum einmal. So, runter ins Auto, zur Küste und Richtung Bunker. Schön. Aussicht ist nicht so gut hier mit dem Metall vom Gesicht. Hier, das ist gut. Das ist gut. Er muss urinieren. Habt das schon mitgekriegt, ne? Er musste schon ewig lang nicht mehr sagen, dass er Hunger hat, der Gute. Ja, da hinten, das sieht aus, als wären da die Häuser nie fertig geworden, ne? Sehr interessant. So, Alter, jetzt pass auf, dass du hier nicht irgendwo runterknallst. Das wäre mal arg recht. Hättest du da hinten rum können, wäre es kürzer gewesen. Doch, doch, da ist schon jetzt hier. Jetzt bloß nicht pinkeln. Dann lass es in die Hose laufen. Ist halt komplett anders jetzt hier der Spot, wie das, was wir gesehen haben die letzten Tage, ne? So. Ja, dann pinkel. Ich gucke alles mal kurz nach deinem Zeugs. 2,5. Das haben wir soweit ganz gut im Griff. Ziel ist natürlich noch nicht so der Hit. Aber wir haben außer Eiweißmangel nichts. Und 30% Fett hat er gegessen. Blasenvolumen ist okay. Darm können wir dann später leeren. Dann würde ich sagen, zurück zum Bock. Zurück zum Böckchen, weil du's kannst. Schadali, mit deinem kleinen dicken Wanst. So, mein Freund. Nicht mal die Zombies durchsucht er mehr. So abgebrüht ist mein Alterle schon. Was haben wir? Oh, das nehmen wir mit. Das lassen wir nicht liegen. Bei dem Bunker können wir ausräumen. Wir haben das Auto noch ziemlich leer, ne? Beziehungsweise der Bock hat ja fast gar nichts eingeladen.
So, meine Lieben, war mal an der Käsefabrik. Nochmal ganz lieben Dank für den Hinweis. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, das jetzt anzugucken. Ich liebe Locations. Und wir fahren jetzt. Ah, der Frachterwurf. Aber liegt der Frachterwurf nicht in der Richtung? Ne, der Bunker ist ziemlich nah am A2-Schriftzug, ne? Lass mal jetzt liegen, den Abwurf. Da bin ich übrigens auch mal gespannt dann, wenn wir die zweite Runde machen. Dann wird ja jeder zu so einem Frachterwurf fahren, oder? Da ist ja bestimmt die Hölle los dann und nur einer kann ihn kriegen. Das ist ja so ein Mini-Battle Royale dann, oder? So, jetzt musst du nur langsam machen, weil ich nämlich noch nicht so richtig drauf habe, wann ich rüber muss. Was ist denn hier noch? Da steht doch auch schon wieder Auto da drüben, oder? Fahr mal hin und guck's dir an. Vielleicht ist er schöner wie deiner. Oder es täuscht und es ist nur einer zum Looten. Er ist nur ein Lootbock. Ist nur ein Lootböckchen. So, mein Freund, du fahrst jetzt den Kringel da entlang, jawohl. Das heißt runter, ne? Ja, ein bisschen näher an die Küste ran, mal. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja, ach Gott, ein Ding waren wir ja auch im Klinikum da, ne? Schön, das haben wir gut gemacht. Haben wir ein bisschen was gesehen, da freue ich mich. So gemütlich wird es wahrscheinlich nie wieder, oder? Wie im Singleplayer. Ist das die Fischfabrik da hinten schon? Das könnte aber auch der Marinestützpunkt sein. Den müssen wir natürlich dann auch in der zweiten Runde uns reinziehen. So, hier durch. Hier sieht es ein bisschen aus wie in dem Landstrich, in dem wir zu Anfang waren. Machen wir nochmal Musik. Ja, passt jetzt nicht gerade zu meiner Chill-Laune. Aber ich glaube, es ist auch gerade fertig, gell? Das wäre jetzt eher was fürs Flugfeld gewesen. So, lass mich gucken. Ja, passt. Den Bogen fahren wir schön aus. Ja, genau so hat es bei uns zu Hause auch ausgesehen. Ja, das ist da drüben, die City, da waren wir doch, oder? Oder da waren wir doch, oder? Ich glaube, das haben wir gesehen. Wir sind ja die Küste entlang gefahren am Anfang. Ich freue mich, dass ihr nochmal mit auf den Ründle jetzt hier mit mir unterwegs seid. Und ich freue mich aufs Ausbauen der Base. Also zumindest jetzt, wo ich weiß, dass die Sandsäcke nicht so teuer sind, wie ich gedacht habe. Ich dachte, du musst immer neue bauen, ne? Aber wenn man da mit der Schaufel die immer wieder auffüllen kann, dann lohnt sich das mal, sich anzuschauen. Ja, das ist schon eher die Musik, die ich heute brauche. Wochenende Entspannung, mal ein paar Tage ausruhen, wäre nicht schlecht. Okay, das dauert noch eine Weile. Jo, dann fahren wir jetzt irgendwie da vorne, wenn wir ein schönes Küstenstädtle sehen, lasse ich mich nieder. Und dann hole ich euch morgen hier ab und dann fahren wir den Bunker machen. Packt man dann alles komplett in die morgige Runde rein. Wenn es ein bisschen länger geht, geht es länger. Vielleicht finden wir noch mal ein bisschen Muni für unser Gewehr. Ja, da vorne kommt eine Küstenstadt oder irgendwas. Lass uns mal gucken. Lass mal vielleicht da irgendwo abchillen. Mit Blick aufs Meer. Ja, da lädt jetzt gerade hier. Hier war ich noch nicht. Das muss er alles noch irgendwo in seinen Zwischenspeicher reinbollern, oder? Wie heißt die gute City? Tichat. Wahrscheinlich habe ich es 10.000 Mal falsch ausgesprochen. Wahrscheinlich heißt es einfach nur Tiat. Na, guck mal hier, das ist doch ein Küstenstädtle, ne? Und es ist auch nicht wirklich viel los gerade. Schön, guck mal da drüben. Die Palmen, ne? Aber da waren wir schon. So, für uns ging es jetzt tatsächlich noch ein Stück weiter hier lang. Ja, dann fahren wir jetzt gemütlich. Oh, da oben ist eine Brücke. Wir fahren zu der Brücke, die will ich noch sehen. Und von da aus geht es dann morgen zum Bunker. Hab ich gerade gesehen. Mal gucken, was die überbrückt. Ich erinnere mich gar nicht mehr an die. Ja, ja. Rotz bloß drüber. Mit diesem Böckchen haben wir eh nicht gerechnet, das ist ja geschenkt, ne? Müsste dann jetzt hier ein fetter Fluss sein, oder was? Wo führt die hin? Tankstelle zum Fuße der Brücke? Keine Ahnung, aber es ist auf jeden Fall ein schöner Platz zum Ausloggen. Alter, guck mal hier hin. Zugschiene. Sehr interessant. Wissen wir, was das für eine Brücke ist. Wird jetzt kein Zug kommen. Das wäre natürlich der Knüller.
mal durch darf. Ey, für das, was hier alles aufgebaut ist auf der Map, lädt die verdammt gut, gell? Da haben wir schon ganz andere Sachen gesehen. Freunde, jetzt fahren wir ein bisschen die Schienen entlang. Ich habe keine Ahnung, wo die uns hinführen. Vielleicht zu einem Umschlagplatz. Wow, wow, Alterle. Das ist ja auch cool. Hier hätte ich jetzt aber eher Bock, entlang zu rennen. Wir fahren jetzt gerade weg von der Location, wo ich morgen hin will, aber wir haben ja Auto dabei. Ich will mal gucken. Ah, jetzt sehe ich sie hier auf der Map tatsächlich auch. Die führt nach B2, Mitte B2. Sehr interessant. Das wäre interessant, vielleicht war da von euch schon mal jemand, wo ich da rauskomme. Ich fahre auf jeden Fall morgen aber hier dann zum Bunker ab. Wir machen jetzt hier Raster, Alter, und nicht. Dann hole ich euch morgen um 17 Uhr hier ab. Sagt mir mal, ob es am Ende der Schienen auch noch was Geiles zum Sehen gibt. Das würde mich sehr interessieren. Guck mal, die Sonnenbrille vom Diggerle. Sehr krass. So, meine Lieben, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich wünsche euch ein zauberhaftes Wochenende. Würde mich freuen, wenn ihr morgen wieder mit reinschaut, wenn wir noch den Bunker machen, bevor wir dann nach Hause fahren. Da drüben sieht es aus, wie wenn eine Ruine wäre. Da fahren wir dann morgen rüber. So, gehabt euch wohl.